Okay, bevor mir jetzt irgendjemand kommt von wegen, es ist ja noch nicht mal Dezember. Ja, ich bin schon in Weihnachtsstimmung, aber es ist eine gute Idee dahinter und die will ich jetzt erklären. Denn es hat was zu tun mit einem richtig guten Zweck und alles, was ich brauche, ist ein Schuhkarton. Legen wir los. Und um diesen Schuhkarton dreht sich jetzt auch alles. Denn die Aktion Weihnachten im Schuhkarton ist zurück. Nicht alle Kinder kriegen zu Weihnachten Geschenke, manchmal bleibt der Platz unterm Baum leer. Und dagegen wollen wir gemeinsam was tun, hoffentlich mit eurer Hilfe. Man kriegt einen solchen Schuhkarton und als erstes muss der natürlich dekoriert werden. Und alles weitere zeige ich euch dann, wenn ich fertig bin. So, mein Geschenk ist wunderschön eingepackt und dazu habe ich jetzt noch einen ganzen Beutel mit Dingen, die ich reinmachen kann. Und nebenbei erkläre ich euch ein bisschen, was darf rein in so ein Weihnachten im Schuhkartonpaket und was darf nicht rein. Denn ja, bei der Aktion geht es darum, Kinder zu unterstützen und ihnen was Gutes zu tun, aber trotzdem werden die Dinger in der EU verschickt, also müssen wir uns an ein paar Regularien halten. Was immer gern gesehen ist, ist Spielzeug oder halt zum Beispiel, ich habe hier ein Paket Stifte und ein kleines Malbuch geholt. Die können problemlos rein. Was auch immer gern gesehen ist, sind zum Beispiel Accessoire oder Hygieneartikel. Also ich habe in dem Fall jetzt einfach mal eine Bürste, eine Zahnbürste und eine Zahnpasta zum mit reinschmeißen gesucht. Wenn ihr Hygieneartikel macht, also zum Beispiel Seife oder Shampoo oder sowas, dann nur in fester Form. Alles, was flüssig ist, darf hier nicht rein. Das könnte auslaufen und ähnliches. Deswegen habe ich auch einmal eine feste Seife mit dazu gebracht. Was natürlich auch immer geht, ist Kleidung. Da muss man dann ein bisschen drauf gucken, wenn man später festlegt, wie alt ist das Kind oder für welches Kind ist es, dass man auch ungefähr die richtige Größe holt. Und ich dachte, so ein kleines Plüschtier geht ja auch immer. Natürlich könnt ihr noch viel mehr reinmachen. Es gibt noch Spielzeug, was man gut reinmachen kann. Lego ist immer gern gesehen, Spielzeugautos. Es gibt nur ein paar Sachen, die nicht reingehen können. Und das sind zum Beispiel Süßigkeiten. Das ist einfach, weil dann in allen EU-Ländern andere Regularien herrschen und die eben nicht immer überall legal sind. Dementsprechend, es gibt eine schöne Liste auf der Samariter-Seite, da findet ihr auch nochmal alle anderen Infos rund um Weihnachten im Schuhkarton, wie so eine Kiste auszusehen hat, was rein darf. Schaut es euch einfach mal an und packt auch ein Paket mit mir. Weiter geht's im nächsten Schritt. Wenn es dann ans endgültige Zusammenpacken geht, fehlen noch zwei Sachen. Zum einen muss man spezifizieren, ist das Geschenk für ein Mädchen oder für einen Jungen und auch eine gewisse Altersgruppe festlegen. Der Zettel kommt damit rein, also ich darf mal wieder schnippeln. Der Zettel kommt rein, was natürlich auch auf gar keinen Fall fehlen darf, ist ein kleiner Weihnachtsgruß. Wir haben ja auch einen gemacht vom Sender, alle haben unterschrieben. Der kommt natürlich auch mit dazu. Und damit man auch ein bisschen erkennt, dass es von uns ist, spenden wir auch noch einen Lausitz-TV-Beutel. Ein bisschen Merch in die Welt schicken, geht doch immer. Das Ganze packe ich jetzt noch vernünftig zusammen und dann zeige ich euch, wie man das richtig abschickt. Also dann legen wir los. So, das Lausitz-TV-Sendergeschenk für Weihnachten im Schuhkarton ist fertig. Und natürlich mit Gummiband verpackt, denn bitte die Pakete nicht zukleben. Die Leute müssen ja nochmal nachschauen vor Ort, ob auch wirklich nur Sachen drin sind, die auch in der EU verschickt werden können. Sollte das nicht der Fall sein, also vielleicht habt ihr aus Versehen doch einen Schoki reingepackt oder ähnliches, gar kein Ding. Das wird einfach an anderer Stelle für einen gemeinnützigen Zweck verwendet. Wenn ihr mitmachen wollt, geht jetzt noch ganz schnell auf die Seite von den Samaritern. Die Aktion ist noch bis dieses Wochenende. Also ihr habt noch Zeit, euer eigenes Geschenk abzugeben und Kinder glücklich zu machen, dafür zu sorgen, dass sie was unter dem Weihnachtsbaum haben. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch eins, ich muss das Geschenk noch loswerden. Ja, zu Santa ist es ein bisschen weit, deswegen mache ich einfach mal den Trip zur Stadthalle. So, von der Stadthalle aus einmal durch die Spreegalerie bin ich angekommen. Vor der Tür vom Center Management in der Karl-Marx-Straße 68. Hier könnt ihr euer Paket dann abgeben. Bringt es einfach hoch, es wird dann erst in Europa verschickt und dann ab in die ganze Welt. Ein frohes Weihnachten per Paket. Und ich habe es zwar schon mal gesagt, aber kommt Leute, macht mit. Ihr habt noch Zeit, verschickt Pakete, helft Kindern, habt Bock, seid weihnachtlich.